Der Troll ist ein Wesen aus vielen Mythologien und Volkssagen, hauptsächlich aber aus der nordischen. Eigentlich sind Trolle eher ein Sammelbegriff für allerlei verschiedene Wesen. Oft wurden im Allgemeinen Fremde als Trolle bezeichnet, auch weil sie den Menschen als eher ungebildet und gefährlich vorkamen. Zu den Trollen zählen, wenn man es als Sammelbegriff sehen möchte, Zwerge, Kobolde, Oger, Gnome, Elfen und noch einige andere. Der Oger beispielsweise sei ein Kinderfresser, menschenähnlich und ein wilder, jedoch einfältiger Krieger. Dies könnte sich von den ungarischen Plündererhorden ableiten, die im Jahr 955 von König Otto vertrieben wurden. Zwerge hingegen nannte man die kleinen Bergleute aus Südeuropa, die in Gebirgen nach Erzen suchten. Angeblich und meist im Auftrag reicher venezianischer Kaufleute. Man sagte ihnen sogar magische Fähigkeiten nach. Die Sagen dieser Wesen vermischten sich und so entstanden Geschichten von Brückentrollen, Heinzelmännchen und bösen Zwergen. Trolle wurden so auch manchmal Kobolde genannt und waren für ihren Schabernack und ihre Streiche bekannt. Sie führten einfach gerne Menschen an der Nase herum. Vermutlich hat das auch dazu beigetragen, dass unsere lieben Internet-Trolle so zu ihrem Namen gekommen sind. In der modernen Internetsprache wird jemand, der veralbert wird, einfach getrollt. In der modernen Fantasy werden Trolle wieder mehr ihrem Ursprung gerecht als Naturgeister oder wilde Krieger. Wie in den Büchern von Tolkien, Bernard Tennants Elfenreihe oder in der Trolle-Trilogie von Christoph Hardebusch. In der Harry Potter-Reihe sind Trolle auch vertreten, jedoch weitaus dümmer als in den meisten Darstellungen. Die Kobolde in der Harry Potter-Welt allerdings weisen mehr Züge der gierigen Brückentrolle auf und horten wie Gnomen und Zwerge Schätze. Trolle sind vielleicht die vielseitigsten Wesen der Mythologien, Märchen und Volkssagen. Was wisst ihr noch über diese Wesen? Erzählt mir alles, was ihr wisst. Ich will viel zu lesen haben.